Dass abends im Hohenstein-Ernsthaler-Lessing-Gymnasium noch Licht brennt, ist nicht außergewöhnlich. Am 12. November hatte das allerdings einen besonderen Grund. Viele Lehrer, Schüler, Mitglieder des Fördervereins, Stadträte sowie Vertreter anderer Einrichtungen kamen in der Aula zusammen zur Eröffnung der Festwoche 20 Jahre Lessing-Gymnasium. Das Programm wurde, wie gewohnt, von Schülern des Lessing-Gymnasiums gestaltet. Die Theatergruppe präsentierte Musik aus dem Theaterstück Alles Bestens. Welches als bestes Schultheaterstück Sachsens gekürt und für das Bundesfinale nominiert war. Eine Angelegenheit, die mich in meiner Tätigkeit sehr beeinflusst und an diesem Gymnasium Beachtung findet. Es war nicht der einzige Erfolg, von dem der Schulleiter Klaus Hoppe an diesem Abend stolz berichtete, bei seinem Rückblick auf 20 Jahre Lessing-Gymnasium. Das sind für mich nicht nur 1.691.000 Unterrichtsstunden oder 19.168 Unterschriften unter Zeugnissen. Es ist für mich viel mehr. Nämlich 20 Jahre Arbeit am und mit dem Kind. Am 1. August 1992 wurde die Lessing-Schule zum Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium ernannt. Daraufhin investierte die Stadt Hohenstein-Ernsthal 130.000 D-Mark. In die Renovierung von Klassenzimmern, kaufte neue Schulmöbel. Am 22.12.1992 erhielten wir das erste Computerkabinett. Bereits am 15.09.1992 besuchten uns die ersten Gymnasiasten aus Burghausen und die Zeitung titelte damals, sie haben sich für Selters entschieden und auf Sekt, das war eine Rundfahrt, verzichtet. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen waren weitere Veränderungen notwendig. Und so verabschiedete der damalige Bürgermeister Herr Trinks das Gymnasium in die Trägerschaft des Landkreises. Die Entwicklung des Hohenstein-Ernsthaler Gymnasiums ähnelt der vieler anderer nach 1990 entstandenen Gymnasien. Was das Lessing-Gymnasium allerdings von vielen ganz besonders unterscheidet, ist das künstlerische Profil. Das Profil, welches sehr kritisch unter Beobachtung stand, da es ungewöhnlich war, aber für uns stand fest, dass es neben den bekannten Stärken den Naturwissenschaften auch um die Sensibilität und das Ansprechen von Gefühlen gehen muss, wenn man einen Schüler erziehen will, der in diese Zeit passen soll. Nach einigen Jahren übernahm wieder die Stadt Hohenstein-Ernsthal die Trägerschaft. Nachdem Fördergelder in Höhe von 4,8 Millionen Euro bewilligt wurden, konnte Anfang 2005 der Grundstein für eine umfangreiche Sanierung der Schulgebäude und der Außenanlagen gelegt werden. Zur Einweihung resümiert Herr Rumelius. Am 17.12.2005. Gesamtinvestitionen 7,8 Millionen Euro. Davon 2,6 Millionen Euro Eigenmittel und für Einrichtungen und Nebenkosten 645.000 Euro. Ein Schüler, der vor 20 Jahren die Geburt des Lessing-Gymnasiums hautnah miterlebt hat, ist heute Oberbürgermeister der Stadt Hohenstein-Ernsthal, Lars Kluge. Ich bin 12 Jahre an diese Schule gegangen und das können, denke ich, nur ganz wenige von sich behaupten, 12 Jahre an die gleiche Schule gegangen zu sein. Und alle, die jetzt überlegen, wie das sein kann, nein, ich habe keine Klassen wiederholt. Sondern ich habe den Wandel der damaligen polytechnischen Oberschule zum Gymnasium mitgemacht. Ich denke, für alle Beteiligten, Schulleitung, Lehrer, Eltern, Schüler und natürlich auch den Schulträger war das eine spannende und ganz aufregende Zeit, denn so richtig Erfahrung im "Wir werden jetzt Gymnasium" hatte ja wahrscheinlich keiner. Ich gehörte also dem ersten Abi-Jahrgang an, der 1995 die Schule verlassen hat. Und ich kann jetzt sagen, es hat alles gut funktioniert und ich denke immer noch sehr gern zurück
an meine Zeit als Schüler. Das Lessing-Gymnasium hat aber nicht nur für mich persönlich eine besondere Bedeutung, sondern vor allem natürlich für unsere Heimatstadt Hohenstein-Ernstthal. Obwohl an diesem Standort hier schon seit 1856, also seit 156 Jahren unterrichtet wird, hat sich unsere Schule besonders in den letzten 20 Jahren, ich denke, das ist Herr Höppe ganz deutlich zum Ausdruck gekommen, zu einem ganz wichtigen Bestandteil unserer Hohenstein-Ernstthaler Bildungslandschaft entwickelt. Ein Bestandteil, der, so der Oberbürgermeister, in die ganze Region ausstrahlt. Schließlich sind es ja nicht nur unsere Kinder, also Hohenstein-Ernstthaler Kinder, die hier unterrichtet werden, aber aus unseren Nachbarstädten, Oberlumpitz, Oberkeilberg, aber aus Chemnitz kommen die Schüler zu uns. Und ich denke, das sollte uns schon ein bisschen stolz machen. Das Gymnasium hat aber auch eine weitere Bedeutung für uns. Es ist nicht nur Imagefaktor und macht unsere Stadt bekannt. Nein, es ist auch Wirtschaftsfaktor für unsere Innenstadt. Schon zu meiner Zeit war es so, dass ich die Schüler in den Pausen mit Essen und Getränken in den umliegenden Läden versorgt habe. Auch der Weg auf unsere Weinkellerstraße und in die Stadtpassage bietet sich an. Unsere Händler in der Innenstadt profitieren von den Schülern, natürlich auch von den Eltern. Als Schulträger investierte die Stadt Hohenstein-Ernstthal bislang 9,5 Millionen Euro in das Gymnasium. Ein besonderes Dankeschön erhielt Erich Humilius, der 18 Jahre Stadtoberhaupt war. Seit dem 1. November genießt er seinen Ruhestand. Wie der Alltag der Schüler heute im Lessing-Gymnasium aussieht, dokumentiert ein Film, der käuflich im Gymnasium erworben werden kann. Ganz andere Einblicke gaben zur Eröffnung der Festwoche einige musisch begabte Schüler, die selbstgeschriebene Texte und Musik präsentierten. Da ein 20. Geburtstag gefeiert wurde, durfte das besondere Geschenk nicht fehlen. Und zwar bringen wir etwas wieder, was schon einmal hier gestanden hat, was aber im Zuge der Rekonstruktionsmaßnahmen, ich denke, 2003 weggekommen ist. Aber bei uns kommt ja nichts weg, es war nur gut eingelagert, wie wir das immer formulieren. Und der Herr Hoppe hat als eines der ersten Dinge, als ich meinen Amtsantritt als Beigeordneter bei ihm gemacht habe, hat er gesagt, unter anderem, weil die Liste war lang, hat er gesagt, Mensch, das Lessing-Denkmal, das will ich zurückhaben. Und deswegen enthüllen wir das Ganze jetzt, unser neues, altes Lessing-Denkmal. Ja.